Herzlich willkommen zu einer weiteren Gesprächsrunde bei Lebenskraft TV. Es ist nun der zweite Teil über das Thema Gentechnik. Dazu Gottfried Glöckner bei mir im Studio. Und wir wollen jetzt in diesem zweiten Teil einfach mal das Thema von genmanipulierter Nahrung ansprechen. Wie wirkt diese genmanipulierte Nahrung auf Mensch und Tier? Gottfried, kannst du uns ein bisschen was dazu sagen? Wie sind deine Erfahrungswerte? Fangen wir vielleicht mal mit den Tieren an. Wie wirkt es auf Tiere? Und was mich vielleicht ganz speziell dazu interessiert, Thema Haustiere. Ja? Wenn jemand Hunde hat, Katzen, wie auch immer, ist da das Futter manipuliert? Wie ist die Wirkung? Gibt es da irgendwas oder gibt es irgendwelche Fälle dazu? Also es ist eine ganz interessante Frage, weil so wie die Tiere reagieren, so sind auch die Erscheinungen nachher bei längerfristigem Verzehr von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln im menschlichen Bereich, Humanbereich. Und deshalb war es für mich so wichtig, auf der Stelle stehen zu bleiben. Es geht ja hier nicht um eine Kleinigkeit, sondern es geht letztendlich darum, wie verändern wir unsere Lebensgrundlage? Verändern wir die positiv oder negativ? Und die Fütterung an meinen Tieren hat ganz klar aufgezeigt, dass es hier ganz gravierende gesundheitliche Schädigungen gibt. Und das Interessante und für mich Unfassbare eigentlich daran ist, dass es auch an die nachfolgende Generation weitergegeben wird. Das heißt, Missbildungen, die sich dann in den nächsten Generationen herausgestellt haben, aufgrund eben dieser gentechnisch veränderten Futtermittel. Also sprich, wenn ich einmal einem Tier so ein Futter gebe und die vermehren sich in dem Sinne, selbst wenn ich in den nachfolgenden Generationen dieses Futter nicht mehr verfüttere, haben die trotzdem diese Probleme. Wir haben dann trotzdem diese Probleme auch in der nachfolgenden Generation, da eben die toxischen Stoffe und die neuen Informationen im Blutkreislauf enthalten sind, im Lymphsystem enthalten sind. Okay. Und wo es im Blut und im Lymphsystem ist, ist es natürlich auch in den Fortpflanzungsorganen und wird dort weitergegeben. Und das war für mich eigentlich so erschreckend, dass es überhaupt keine Diskussion mehr gab, dass es nur diesen einen Weg gibt. Du hast das Thema Lymphen angesprochen. Ich habe die Beobachtung gemacht, wenn ich in der heutigen Zeit Menschen mit unserem speziellen Scan-Programm einfach mal durchscanne, dann habe ich immer eine Riesenbelastung vom Lymphsystem. Das ist inzwischen fast bei jedem Standard. Ja? Das Lymphsystem ist ständig belastet. Siehst du da auch einen Zusammenhang zu der ganzen Gentechnik, die trotzdem irgendwo mit reinfließt in die ganze Ernährungskette? Ja, unterschwellig fließen ja verschiedene Produkte rein. Ich habe die Problematik bei Soja erwähnt. Und wenn man sich überlegt, dass Soja nur deshalb eine Zulassung hat oder auf dem Markt überhaupt verkauft werden darf, von der Zulassung kann man gar nicht sprechen. Mhm. Es ist eine Manipulation der Genehmigungsunterlagen. Und wenn man dann weiß, dass die Rückstandswerte von dem Pflanzenschutzmittel Roundup, was dort eingesetzt wird, um das als ein Beispiel jetzt zu nennen, um das 200-fache erhöht wurden auf EU-Ebene, nur um dann dieses belastende Lebensmittel, was es in dem Sinn nicht mehr ist, sondern es ist ein Nahrungsmittel, auf den Markt zu bringen, macht es deutlich, worum es wirklich geht. Dasselbe wie mit den gesetzlichen Grenzwerten bei Leitungswasser und Mineralwasser, wird ständig nach oben geschraubt und wieder angepasst. Aber meine andere Sache, du hast das Thema Soja angesprochen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Soja-Produkte kaufe, steht fast auf jedem Sojaprodukt drauf Bio oder biologisch hergestellt. Wie weit kann man diesem Titel überhaupt trauen in Verbindung mit Gentechnik? Was biologisch hergestellt ist, kann man davon ausgehen, dass das wirklich biologische Ware ist, die gentechnikfrei ist. Und es gibt ausreichend gentechnikfreie Ware. Das Problem ist, dass in den Häfen, in denen die Sojabohne verladen wird, eine Vermischung stattfindet von gentechnisch veränderter Sojabohne und konventioneller Sojabohne. Auch biologischer? Das geht jetzt nur erstmal um konventionelle Ware, die dort vermischt wird. Nur um letztendlich klar zu machen oder die Meinung zu verbreiten, es gibt kein gentechnikfreies Soja mehr. Das heißt, der gentechnisch veränderte Sojaanteil im Sojaschrot beläuft sich irgendwo auf zwischen 35 und 55%.
Das ist keine 100% gentechnisch veränderte Ware. Damit wird aber der Anteil von konventioneller freier Ware, gentechnikfreier Ware reduziert. Und das ist der ganze Trick, der dahinter steht, dass man einfach konventionelle und Gentechnikware vermischt, um den gesamten Markt mit Gentechnik zu durchsetzen. Okay, wenn ich das jetzt dort höre, habe ich nur noch eine Möglichkeit. Ich muss schauen, dass da praktisch entweder draufsteht gentechnikfrei oder biologisch hergestellt. Das ist eine ganz sichere Entscheidung, gentechnikfrei oder biologisch hergestellt. Ich stelle nur die Frage, wie sicher ist das Ganze? Kann ich da wirklich darauf vertrauen oder wird da auch schon irgendwas anderes untergejubelt? Weil im ersten Interview hast du auch was erwähnt, dass diese Konzerne, die praktisch genmanipuliertes Saatgut herstellt, dass sie auch das Bio-Saatgut herstellen in dem Sinne. Ja? So, jetzt stelle ich einfach mal die Frage, wie weit läuft es da rein? Oder können die einfach irgendetwas verändern, ohne dass sie das unbedingt deklarieren müssen? Oder wie läuft denn das genau? Das geht bei Saatgut nur um eine Nulltoleranz. Saatgut darf zu 0% verunreinigt sein als vermehrungsfähiger Organismus. Und das ist ganz entscheidend wichtig, dass diese Sachen auch wirklich frei sind. Wird dort einmal ein GVO-Fund nachgewiesen, ist der Markt für dieses biologische Saatgut tot. Dann wird keiner mehr auf diesen Markt zugreifen. Okay. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf das angesprochene Thema ganz am Anfang. Wie läuft es mit der Fütterung für Tiere? Wir haben das jetzt ja mitbekommen, was du erwähnt hast, dass deine ganzen Tiere verändert sind, weil du ja komplett mit Sojafutter eigentlich gefüttert hast. Ja? Aber wie läuft denn das jetzt eigentlich ab? Gibt es irgendwelche Erfahrungen? Mal angenommen, ich kaufe mir jetzt ein Hundefutter für meinen Hund. Ja, inwieweit ist denn das Ganze auch schon wieder manipuliert? Oder wo kommt das Ganze her? Gibt es eine Garantie darauf? Ja, das ist auch sehr überraschend, was bei den Tierfuttermitteln stattfindet. In den Tierfuttermitteln werden in der Regel die minderwertigen Stoffe verarbeitet. Das heißt, Pflanzenrückstände, Schotenanteile und als Eiweißträger eben gerade auch Soja. Mhm. Und auch in diesen Futtermitteln sind diese Rückstände enthalten. Mhm. Das heißt, wir muten auch den Haustieren dort Gewaltiges zu. Wenn man sich überlegt, dass in Fütterungsversuchen in verschiedenen Ländern der Erde bei Ratten, die ja auch als Haustiere gelten, halt als Versuchstiere genutzt sind, nach der Verfütterung von gentechnisch veränderten Produkten Tumore auftreten, Fruchtbarkeitsstörungen auftreten, dann deckt sich das alles mit dem, was in meinem Betrieb auch passiert ist. Und diese Neugeborenen hatten dann Mindergewichte, die hatten Entwicklungsfehler. Das heißt, immer wieder kommen wir zum Ergebnis, dass eben diese Rückstände aus der Sojaproduktion, aus dem gentechnisch veränderten Soja zu massivsten Schäden führen. Und das betrifft auch die inneren Organe, Leber, Niere, Milz. Und das ist vollkommen klar, in dem Moment, wo diese Stoffe im Blutkreislauf sind und die neuen modifizierten Informationen so aggressiv sind, dass sie sich in jede Zelle einbauen können, kommt es hier zu Störungen. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir hier auf der Stelle stehen bleiben und diese Produkte einfach vom Markt verbannen. Okay. Hast du irgendwelche Rückmeldungen von irgendwelchen Vereinen oder Tierzüchtern in dem Bereich, wo da Probleme hat mit den Tieren von der Züchtung her? Haben die irgendwelche Missbildungen? Gibt es da irgendwas, was häufiger jetzt halt auftritt? Es gibt Rückmeldungen über Tierärzte, die über diese Symptome Bescheid wissen und auch klagen, gerade was zum Beispiel Katzen angeht oder auch Welpen angeht, die eben in den Futtermitteln diese Rückstände drin haben und damit die massive Probleme haben. Mhm. Und das deckt sich wieder mit dem, was eben Wissenschaft und Forschung im Nachhinein auch festgestellt hat. Und deshalb ist es für mich unverständlich, dass diese Rückstände nach wie vor in den Futtermitteln verarbeitet werden. Und was für Probleme tauchen das zum Beispiel beim Hund auf? Wenn man so ein Futter einfach unwissend dem Hund gibt, ja, und man denkt, es ist in Ordnung. Was für Probleme in erster Linie? Wie kann man das beobachten? Es kommt zu Durchfallerscheinungen, es kommt zu blutigem Erbrechen. Und das sind eigentlich dieselben Symptome. Das sind massive Durchfallerscheinungen und blutiges Erbrechen. Das sind eigentlich dieselben Symptome, wie ich es bei meinen Tieren auch hatte auf der Weide. In dem Moment, wo die dann dieses kontaminierte
Futtermittel aufgenommen haben, haben die innerhalb von 12 Stunden massive Diarrhöen, also Durchfallerscheinungen bekommen, mit blutigem Durchfall, der fast nicht mehr zu kontrollieren war. Dadurch sehr hohe Wasserverlust und auch Mineralstoffverluste, sodass also da gar kein Ausgleich mehr gelingen konnte. Von der Leistung konnte nicht mehr gesprochen worden. Natürlich ist Fruchtbarkeitsgeschehen dahin und letztendlich dann auch die Todesfälle, die zum Einschlafen der Tiere geführt hat. Okay. Im Endeffekt bei Hunden und Katzen, das ist ja eine ähnliche Geschichte. Es gibt dann bestimmt auch andere, für Vögel gibt es bestimmt auch solche genmanipulierten Zusätze, je nachdem. Also da müsste man mal ein bisschen mehr drauf schauen, dass man da gutes Futter bekommt für die Haustiere. Thema Menschen möchte ich jetzt einfach mal ansprechen. Ich kriege es immer häufiger mit, du hast ein Thema schon angesprochen, Gehirntumore. Ja? Oder allgemein Tumorthema ist ein man sagt zwar, es kommt von den Handystrahlungen, vom Mobilfunk und so weiter, wenn man die ganze Zeit das am Ohr hat. Ich denke mal, dass es eine Mischung ist von vielen Dingen. Man kann nicht sagen, dass es von dem einen nur kommt, sondern die Kombination macht sie irgendwie. Gibt es da spezielle Studien darüber, wie das auf den Menschen wirkt oder die Auswirkungen? Gibt es da irgendwelche Berichte darüber, über einen gewissen Zeitraum, wie sich das verändert hat, aufgrund, dass man so eine Nahrung eingeführt hat? Das ist genau das Problem, was wir haben. Wir haben dazu eben nicht die entsprechenden Studien. Und solange es diese Studien nicht gibt, darf auch kein Produkt in Umlauf kommen. Man macht sich da zu leicht. Und das war eigentlich die Zielsetzung meiner Untersuchung. Ich habe im Jahr 2000 die Rohmilch analysieren lassen von meiner Herde. Und ich habe immer gesagt, in dem Moment, wo wir Nachweise führen können, dass gentechnisch veränderte Organismen in der Milch nachzuweisen sind, in dem Rohstoff nachzuweisen sind, muss dieses Produkt gekennzeichnet werden. Und darüber hinaus ist es natürlich enorm wichtig, dass wir uns gleichzeitig informieren, welche Auswirkungen hat es eigentlich, wenn wir BT in der Milch nachweisen. Und wir haben ganz klar das kurzkettige Roundup-Ready-Konstrukt nachgewiesen, genauso wie das BT-Konstrukt in der Milch mit 190 Basenpaaren. Und ich wollte wissen, was passiert damit. In meiner Schadensersatzklage hat Syngenta das so dargestellt, dass das eigentlich wie Zucker ist. Also nicht um alles, dass sie noch gesagt haben, die Kuh braucht das. Das hat die vorher noch nicht gekannt, die braucht das jetzt. Und das finde ich schon eine Frechheit, weil letztendlich ist es so, dass es sich um komplett neue Stoffe handelt und es handelt sich um Giftstoffe. Und wenn wir diese Stoffe nicht kennen und nicht wissen, welche neuen Proteine daraus entstehen, können wir überhaupt nichts sagen über die Auswirkungen auf menschliche Ernährung, tierische Ernährung. Was ich gesehen habe, ist eine Katastrophe und das möchte ich einfach vermeiden, auch für die Zukunft. Und darum geht mir es und das ist so wichtig, dass hier eben auch die Lebensmittelindustrie, die weiterverarbeitende Industrie sensibilisiert ist für das Thema. Es geht nicht, dass wir es so machen wie die TU München, die einfach sagt, wir kaschieren das dahingehend, dass wir nach längeren Basenpaaren schauen, dann sehen wir die anderen nicht, sondern es geht darum, dass wir danach schauen, was wir wissen müssen. Und das ist die Aufgabe unserer Zeit. Und da sind wir gefordert. Und ich lasse mir da überhaupt keinen Vorwurf machen. Ich bin dankbar für die Ergebnisse, die ich habe. Die wurden von jedem Wissenschaftler nur einmal gemacht. Der durfte das im zweiten Durchgang nicht mehr machen. Und das ist natürlich schade für Leute, die wirklich auch motiviert an die Arbeit gegangen sind, aber dann von der Industrie eingebremst wurden und aufgrund ihrer Karriereaussichten dann die Arbeit eingestellt haben. Wenn man es mal genau betrachtet, ist es ja ein großer Kreislauf. Das heißt, zum einen wird ein Saatgut hergestellt, es wird im Umlauf gebracht, es erzeugt neue Krankheiten beim Mensch und bei Tier, was natürlich wieder ein riesen Umsatzmarkt ist. Ja. Die Krankenhäuser sind voll, es werden neue Arbeitsplätze geschaffen, ja. Und die ganzen Großlobbys machen sich die Taschen damit voll. So, wie können wir jetzt als Bevölkerung diese Problematik vermeiden? Ja, wie können wir uns davor schützen? Oder im Endeffekt ist es ja so, sobald wir diese Produkte meiden, ja, und Bewusstsein darüber schaffen, die Leute sagen, nee, wir wollen das nicht konsumieren, was ganz klar ist. Nur darüber kann man eigentlich die Großlobbys steuern, dass sie ja wieder umdenken. Dass sie sagen, okay, das ist uns niemand, die Leute haben keine
keine Lust, so irgendwas zum Kaufen, ja, weil sie darüber aufgeklärt sind. Wie siehst du das Ganze? Oder wie, was kann man jetzt da tun eigentlich? Ja, man ist ja dem Thema total ausgeliefert. Keiner hat das Geld, da riesen Untersuchungen zu machen und seine ganzen Lebensmittel, was er tagtäglich kauft, untersuchen zu lassen. Was ist deine Empfehlung dabei? Auf was sollen die Leute achten? Also meine finanziellen Mittel sind auch aufgebraucht, weil ich habe wirklich alles reingesetzt, um die Ergebnisse zu gewinnen, die ich gewinnen wollte und die ich auch gewinnen konnte. Dafür bin ich dankbar. Und die haben auch Bestand, daran gibt es überhaupt keine Zweifel. Und ich finde es gut, dass in den vergangenen Jahren es eben gelungen ist, die Bevölkerung trotz Ausgrenzung der Massenmedien, die eben darüber nicht berichten durften, die Bevölkerung so stark zu sensibilisieren, dass sie nicht nur rein gefühlsmäßig das ablehnen, sondern dass sie wissen, wovon sie sprechen und worüber sie sprechen und dass sie sich darüber sehr bewusst sind. Und durch dieses Bewusstsein ist eine Nachhaltigkeit entstanden, die mich in der Sicherheit leben lässt, dass wir diese Produkte vom Markt verbannen werden, weil die Nachfrage nicht da ist. Wenn heute jemand meint, ein Unternehmen wie McDonald's sagen zu können, wir wissen nicht, mit was unsere Tiere gefüttert werden, dann ist das ein ganz schlechtes Zeichen. Das wird sich ändern, weil andere können es sehr genau sagen. Und die, die Gentechnik frei arbeiten, die sind eben im Markt vorne und nicht die, die so tun, als wüssten sie nicht, was sie verkaufen. Es ist die Verantwortung eines jeden Herstellers, für die Produkte zu garantieren, die er der Bevölkerung andient und nicht so zu tun, als würde es sie nichts angehen. Und deshalb finde ich das so eklatant wichtig und auch im Nachhinein unwahrscheinlich mit Freude und Dankbarkeit erfüllend, wenn Unternehmen, die sich ganz klar von der Technologie distanziert haben, in dem Wirtschaftsbereich und im Marktbereich auch erfolgreich sind. Weil das macht es eigentlich deutlich, dass der Verbraucher das honoriert und dafür einsteht, dass die Unternehmen sich mit den Rohstoffen beschäftigen, die sie dann auch letztendlich weiterverarbeiten. Und deshalb, denke ich, sind wir da auf einem sehr guten Weg und die Verbraucher werden das regeln mit ihrem Bewusstsein, was sie haben. Die Verbraucher sind mündig. Ich denke mal, am besten sind die Empfehlungen. Es gibt ja inzwischen sehr viel Literatur darüber, wo man das Ganze nachschlagen kann, wo bis ins Detail, wie was zusammenhängt, was da alles gemacht wurde, wo viele Skandale aufgedeckt wurden auch. Du hast auch was erwähnt, du hast auf deiner Homepage einige Bücher auch mit beschrieben oder mit aufgelistet in dem Sinne, wo man sich nochmal darüber informieren kann. Und ansonsten kann man eigentlich abschließend sagen, Finger weg von dem ganzen genmanipulierten Zeug. Ja, es bringt nichts, außer Probleme. Und vielleicht zum Schlusswort, hast du noch irgendwas was Spezielles, was du den Leuten mitteilen möchtest? Oder möchtest du einen Spendenaufruf machen, dass du deine Forschungen weiter betreiben kannst? Oder können sich die Leute an dich wenden, wenn sie Fragen haben? Die Leute können sich zu jeder Zeit an mich wenden. Die Bevölkerung ist immer aufgerufen, sich zu informieren an den Leuten, wo sie das Gefühl hat, dass sie die entsprechende Information bekommt und die Fragen beantworten bekommt. Und ich bin dankbar für jede Unterstützung, die mir zufließt, weil ich das in meine Arbeit reingesteckt habe und auch weiterhin reinstecken werde. Ich halte es einfach für eine Aufgabe der heutigen Zeit, dass man sich damit auseinandersetzt und sachlich, kritisch auseinandersetzt damit und nicht einfach versucht zu kaschieren und zu manipulieren, nur damit ein Produkt im Markt irgendwie vertrieben werden kann. Das ist zu wenig. Die Probleme kommen früher oder später und wenn wir es heute wissen, dürfen wir uns davor nicht verstecken. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Und dass die Weltkonzerne sich aus dem europäischen Markt verabschiedet haben, mit allen Forschungsvorhaben, die sie mal hatten, macht eigentlich deutlich, wie weitreichend das Ergebnis ist, was ich bis heute schon erzielt habe. Und das möchte ich auch zu Ende führen, weil das ist die Aufgabe und der Auftrag, der mir erteilt wurde. Und da stehe ich dafür ein und da kann mich auch jeder dran abholen. Ich finde es auch einfach genial, wie du dich da einsetzt zu diesem Thema, was du da alles bewegst, was du da alles getan hast. Ja. Und ein Aufruf an euch, liebe Zuschauer, wenn ihr das ganze Projekt vom Gottfried unterstützen wollt, einfach okay, dass er weiter Aufklärungsarbeit machen kann, dass neue Studien anfertigen kann und so weiter,
könnt ihr euch gerne an Gottfried wenden. Wie gesagt, über Spenden ist er sehr dankbar, dass er auch in diesem Bereich weitermachen kann. Er hat sein ganzes Vermögen eigentlich schon auf eine Karte gesetzt und hat sehr viel bewegt für die ganze Weltbevölkerung in dem Sinne. Und ja, wie gesagt, es würde uns freuen, wenn Sie ihn hier unterstützen würden, und bedanke mich sehr herzlich für euer Zusehen und bis zum nächsten Mal.